Hallo Leute, da sind wir wieder zurück bei Everybody's Gone to the Rapture, wo wir das Spiel fortsetzen wollen. Und wir erinnern uns, dass wir, glaube ich, da hinten... als nächstes das Licht gesehen haben. Ich habe gerade gedacht, ich habe Stimmen gehört. Habe ich vielleicht sogar auch. Oh, der geht auf. Super schön, oder? Ich mag ja solche minimalistischen Wohnwagensachen auch furchtbar gerne. Oh, ein hübscher Picknickkorb. Ein Handtuch schon reserviert? Dies ist eine Meldung des Herberton Bezirksratkomitees für Katastrophenschutz. Straßen und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinder, Führer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an Sie. Oh, guck mal, die Bäume spiegeln sich falsch rum im Wasser. Okay, aber kein Drama. Dann ist das Licht gerade verschwunden. Dann kommt's schon wieder. Da ist nichts. Catherine? Kate, bitte. Elizabeth? Lizzie, ich habe viel von Ihnen gehört. Es ist gut, wissen Sie, Sie und er, es ist nicht schwierig oder so. Sollte es das? Wie bitte? Sie meinten, es wäre nicht schwierig. Warum sollte es das auch sein? Das mit Ihnen und Steven ist lange her und dann ist er weggegangen. Für mich ist es jedenfalls nicht schwierig. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen oder... Das haben Sie gar nicht. Hören Sie, Elizabeth. Ich, Lizzie, bitte. Lizzie. Gut. Sie scheinen ganz in Ordnung zu sein. Und ich möchte wirklich nicht unhöflich sein, aber sehen wir das Ganze einfach realistisch, ja? Also, versuchen wir doch unser Bestes. Das machen die Briten doch so. Ja, das stimmt wohl. Dann tun wir mal unser Bestes. Ja, Lizzie, da hast du wohl nicht dein Bestes gegeben, indem du dich trotzdem an Steven rangemacht hast. Ich sehe sowas immer aus mehreren Perspektiven. Jetzt mögen manche halt sagen, ja, sie waren doch sowieso nicht glücklich. Also, Kate und Steven. Sich trotzdem anders, dass man sich da nicht ranwerfen muss. Okay, dann kommen wir nicht lang. Herberton Waters. Sie ist abgehauen. Sag sowas nicht, Reese. Das würde sie nicht tun. Oder? Was ist mit Dylan? Sie hat sich nicht darum gerissen, auf ihn aufzupassen, oder? Sie hat's auf dich abgewälzt. Sie kommt nicht zurück. Dann lass sie halt. Sie denkt immer nur an andere. Bestimmt hat sie etwas Wichtiges zu erledigen. Dann bist du hier jetzt wohl der Boss.
Also hauen wir wohl nicht ab, oder? Spanien kann warten. Pass auf, du gehst da wieder rein und lieferst die beste verdammte Peter Pan-Aufführung aller Zeiten ab. Und ich hole deine Eltern. Versprich, dass du wiederkommst. Versprochen. Okay. Ich gehe da hinten schon wieder zurück. Ich weiß gar nicht, gehören Reese und Rachel mit zu Lizzies Story? Ich wüsste aber nicht, wie. Was eventuell passen könnte. Ich glaube, fast die sind einzelne Stories. Kids schreien schon wieder. Dies ist eine Meldung des Harrison-Bezirksratskomitees für Katastrophenschutz. Straßen- und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfarrkinderführer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wenn Sie sich bei Krankheitssymptomen... Oh Gott, Steven. Was geschieht mit mir? Ist jetzt der Zeitpunkt, wo sie wirklich stirbt? Ist Kates Story die, die wir... Ich wollte gerade sagen, zuletzt miterleben, aber eigentlich jetzt ja auch schon die ganze Zeit parallel. Hoch, ne? Nee, hier ist auch eine Wand. Eine Blumenwand. Das ist das Observatorium. Mich hier rüber? Ja. Okay. Dai, komm schon. Schon gut. Ich hole Ihnen eine Tasse Tee. Mrs. Graves, ich muss Ihnen etwas sagen. Lass es, Dai. Haben Sie versucht, das Tal zu verlassen? Die Straßen sind dicht. Ich weiß. Ich bin sehr schnell gefahren. Aber der andere Wagen war auf der falschen Straßenseite und... Oh Gott, ich glaube, er... Dai, verdammt, lass gut sein. Alles gut. Hey, Ihnen geht's gut. Sean geht es gut, dem kleinen Dylan geht's gut. Nur das ist wichtig. Allen geht es gut. Aber er... Nein. Ich brauche Ihre Hilfe. Einige der Kinder sind sehr verängstigt. Darum wollen Rachel und ich das Stück vorantreiben, damit sie beschäftigt sind. Sie sagten neulich, sie spielen Klavier. Würden Sie uns helfen? Ja, das kann ich. Aber Mr. Graves, Robert... Kommt prima allein zurecht. Er ist schon erwachsen. Keine Sorge. Gehen Sie zum Veranstaltungsraum zu Rachel. Sie sagt Ihnen, was geprobt werden soll. Okay, danke, Mrs. Graves. Vielen und Dank. Suchen Sie bitte Reese. Vielleicht braucht er Hilfe. Ja, klar. Na los. Oh, Robert. Warum hat sie jetzt so getan, als wäre es egal und am Ende dann trotzdem um ihn getrauert?
Was für ein schöner Zeltplatz, oder? Wenn dann hier auch noch das Dorf so in Harmonie alle zusammensitzen und das Wochenende oder was auch immer den Urlaub ausklingen lassen. Super schön. Was für eine Schubkarre. Steht hier einfach nur so. Okay. Vielleicht hat jemand Grünzeug weggebracht. Nachdem der Rasen gemäht wurde. Lecker, lecker. Hier wurde gemalt. Auch für schön. Talente. Kann nicht so gut malen. Sie sollten nicht rauchen, nicht in Ihrem Zustand. Ist Stevens schuld. Seinetwegen habe ich wieder angefangen. Ich werde Sie nicht aufhalten, aber das Wetter sieht nicht gut aus. Ein Sturm zieht auf. Das hat Steven auch gesagt. Er wollte zu mir kommen, aber er muss erst ein paar Dinge erledigen. Er glaubt offenbar, dass alles hätte etwas mit ihm zu tun. Ich weiß es nicht. Ich gehe jedenfalls, ob er nun kommt oder nicht. Ich schätze, Steven weiß, wie man die Quarantäne umgeht. Er ist schlau. Das müssen Sie zugeben. Aber vertrauen Sie ihm? Tja, ich liebe ihn. Also hoffe ich, das ist genug. Das hoffe ich auch. Hören Sie, falls Sie nicht durchkommen, aus welchem Grund auch immer, ich versammle alle im Gemeindesaal, treibe die Herde zusammen, so in der Art. Ja, ich habe alle Feriengäste versammelt. Sie führen ein Stück auf, Peter Pan. Die Kinder lieben es. Es lenkt sie ab. Haben Sie das gesehen? Okay, er hat gesagt, sie sollten nicht rauchen, nicht in ihrem Zustand. Ist sie wirklich schwanger? Nur Dreck, oder? Wer hätte gedacht, es ist Blut. Ich meine, es sieht trotzdem scheiße aus, aber besser nur Dreck als Blut. Ist ziemlich krass, oder? Ja, absolut. Hast du sowas schon mal gesehen? Die vom Observatorium sind bestimmt mega happy. Die feiern wahrscheinlich gerade eine Party. Das ist echt Wahnsinn. Total. Okay, muss los. Kurz alleine. Der Kleine ist die halbe Nacht wach. Kriegt Zähne. Meine Frau killt mich, wenn ich zu lange bleibe. Nacht, Rumpel. Nacht.
kurze Leine. Ich glaube, das Licht ist dahin links bei der Straße lang geflogen. Wir nehmen mal einen recht parallelen Weg. Die komischen Geräusche, ne? So haben Sie es vorgefunden? Ja. Ich sehe morgens immer gleich als erstes nach, ob er seine Pillen genommen hat. Mr. Coles ist nicht sehr gesund, Elizabeth. Es ist gut möglich, dass er ziellos herumläuft, falls sein Zustand sich verschlimmert hat. Der Verstand ist sehr zerbrechlich. Es sieht ihm einfach nicht ähnlich, finde ich, Doktor. Er versäumt das Vormittagsbingo nie. Er hat nicht geraucht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein seltsames... Sieht aus wie Asche. Also, das ist komisch. Reese hat gestern hier sauber gemacht. Der kann was erleben. Sieht nicht aus wie Zigarettenasche. Seltsam. Dr. Wade, gerade kam ein Anruf. Man braucht uns im Dorf. Offenbar ist Mrs. Boughton verschwunden. Okay, die lösen sich also wirklich alle in Asche auf. Wie wir das schon bei den anderen vermutet hatten. Dann war das in der Toilette, was da auf dem Boden lag, vielleicht auch nicht nur Dreck, sondern auch Asche. Hi, hier sind Kay Collins und Stephen Appleton. Sprechen Sie jetzt. Stephen, ich bin's. Ich fahre jetzt los. Ich habe gewartet, solange es ging. Falls du schon dort bist, ich fahre jetzt zum Bahnhof. Aber ich werde von hier verschwinden, auch wenn du nicht dort bist. Aber ich liebe dich. Bitte sei da. Ich liebe dich. Okay, und das auf den Anrufbeantworter zu sprechen, wo auch... Also, ich meine, das war ja auch Kates Anrufbeantworter, ne? Hi, hier sind Kay Collins und Stephen Appleton. Ja. Hi. Hi, hier sind... Okay. Sollten wir da hinten jetzt lang als nächstes? Ich weiß es nicht genau, hier sind auch noch Gebäude. Das ist das Gemeindehaus? Nee, oh. Da kam plötzlich Regen. Das ist wie ein Waschhaus, hä? Huh? Wir reden im Moment nicht mal miteinander, wenn ich ehrlich bin. Ich schlafe in einer der freien Hütten. Ansonsten sitzen wir schweigend da und dann geht er und tut so, als würde er nicht aus einem seiner kleinen Geheimverstecke trinken. Und ich tue so, als würde ich nichts merken. Und wenn wir ins Bett gehen, muss ich an mich halten, um nicht zu schreien. Ich weiß nicht, wieso wir noch zusammen sind. Oder doch, ich liebe ihn noch.
Du erinnerst mich an Mary in deinem Alter. Hätten wir eine Tochter gehabt, wäre ich stolz, wenn sie so geworden wäre wie du. Das musst du nicht sagen. Rede mit Robert. Sag ihm, dass du weißt, dass er wieder trinkt. Ihr beide könnt das schaffen. Das weiß ich genau. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Ich will einfach nicht so ein Mensch sein, der nur bleibt, weil er Angst hat, wegzugehen. Ich weiß, man soll der Vergangenheit nicht nachhängen. Aber manchmal kommt man doch ins Grübeln, oder? Was, wenn der Unfall nie passiert wäre? Ich könnte jetzt wer weiß wo sein, anstatt hier festzusitzen und den verdammten Peter Pan zu proben und zum x-ten Mal den Trockner zu reparieren. Oh, Frank, du bist ein Engel. Sei nicht alt. Du bist noch jung, Lizzie. Du hast noch jede Menge Zeit zu sein, wer immer du sein willst. Aber nimm nicht immer dein krankes Bein oder deinen Mann als Ausrede. Oha. Dies ist eine Meldung des Herberton Bezirksratkomitees für Katastrophenschutz. Straßen- und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinderführer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an Sie. Okay. Was ist das gemeint? Main Hall, okay. Geht die auf? Oh Gott, die geht auf. Bin mir nicht sicher, ob man hier schon sein sollte. Oder ob wir vorher noch andere Dinge anschauen sollten. Aber zum Beispiel den Eisstand da drüben, lecker, lecker. Oder hier die Fahrzeuge. Und dann danach den Eisstand. Oh, da ist auch schon das Licht. Wartet mal. Wir gehen mal lieber hier in diesen Modus, denn wir sind schon wieder bei 22 Minuten angekommen. Und ich muss dringend pipi. Zwei Gründe, jetzt eine kleine Aufnahmepause zu machen. Wir schauen übermorgen, wie es weitergeht. Also bis dann. Tschüss.